Guten Morgen aus Hamburg. Es ist Montag, der 30. Januar 23. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor und wir haben hier eine der seltenen Blue-Boxen, die morgen schon relativ klein angezeigt werden. Wir werden noch einmal wechseln, damit das auch keine Fake ist. Nein, 13,4. Wir halten fest und wir gehen dort mit dem ja fast fünffachen Risiko rein, weil die relativ selten sind. 13,40 Punkte. Wir gehen auch hier nicht auf abweichendes Ziel, sondern versuchen diesen Trade und gehen denn dafür nicht in die Big Number rein. Das die Vorbereitung. Und das bedeutet, wir schauen einmal, wo kommen die Vola-Box rein. Auf den linken Bildrand, da sehen wir die Vola-Box bei 15.072. 15.072. Die Vola-Box. Wir sind im ersten Trade in der Blue Box Long. Blue Box Long 8.51 Uhr. 8.51 Uhr Blue Box Long. Und das Gewinnziel liegt bei 15.109. Vola-Box auf der linken Seite. Vola-Box auf der linken Seite. Die Blue Box. Wir sind jetzt bei 82, 85, 75. Und die Blue Box steht kurz vorm Landeanflug. Vola-Box ist dort auch aktiv gleich. 72. Mario, guten Morgen. Nein, da haben wir ja schon höheres Risiko, Giuseppe. So, die ersten 9 Uhr. Jetzt wird es ein bisschen holprig hier. Erster Trade, 9:01 Uhr. Vola-Box bei 72. Auf dem linken Bildrand, rechter Bildrand haben wir die Blue Box. Ausbruch nach unten erst einmal. Schauen wir mal. Unser Gewinnziel hier liegt bei 69. Oder wir gehen über den Umweg nach oben raus. Dritter Trade.
9.06 Uhr. Ah. 4. Trade. Gucken wir mal, falls es schnell gehen sollte, nach unten einen Plop machen sollte, wenn wir auf angepasst. Und raus. Tagesziel erreicht, 0,16%. Und das war ein guter Einstieg in den Handelstag. Und ich verabschiede mich bei den YouTubern. Ja, und ihr seht 0,16%. Und wir sind jetzt auch in der Blue Box drin. Und wir hören uns morgen wieder.